Sascha Unsympath hat ein neues Video hochgeladen und beginnen wir mit dem Video von Sascha Unsympathisch, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr dazu? Mensch, das klingt doch. Heute ist soweit, ich habe euch die ich mir unbedingt reinziehen möchte. Heute ist soweit, ich habe euch gebeten, mir eure besten Ausreden zukommen zu lassen fürs zu spät kommen. Luca hat sie mir jetzt zukommen lassen. Ich würde sagen, erste Ausrede, let's go. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Ich musste durch hohes Gras und wurde von einem Taubsi angegriffen. Man kennt's. Ohnmächtig geworden und ja, im Poké-Center aufgewacht. Klingt für mich relatable, ist mir schon sehr oft passiert, außer dass es halt tatsächlich kein Taubsi war, was mich angegriffen hat, sondern mein Onkel, der betrunken im Gebüsch gewartet hat. Wir reden nicht drüber. Ja, schadet ihm auch nicht, das ist kein Problem, da ist nichts. Ich sehe schon, ich werde von den Zuschauern nicht enttäuscht. Mein Klassenkamerad hat als Ausrede gesagt, dass sich der Bus verfahren hat. Was? Ich habe Elmex mit Arunal verwechselt und bin dann wieder schlafen gegangen. Das funktioniert. Das ist wirklich. Ja, das ist wirklich gut. Du bist so schwarz. Man sieht dich immer gar nicht. Oh Mann. Ich würde es glauben. Ist kein Problem. Online-Unterricht. Entschuldigen Sie die Verspätung. Bei uns ist die Sicherung rausgeflogen. Würde funktionieren. Ist 10.000 IQ. Würde funktionieren. Es sei denn, die Lehrerin ist eine Frau. Simp. Morgen, Skype, 10 Uhr. Der Lehrer ist einfach alleine da. Es gibt viele Ausreden, die wirklich sehr, sehr gut sind. Ich habe hier die Ausrede vor mir, die egal bei welchem Anlass auf jeden Fall ziehen wird. Sorry, okay. Meine Bahn stand im Stau. Das gibt es wirklich. Das passiert. Manchmal stehen Bahnen hintereinander und dann stehen die. Ja. Direkt gebannt. Bann ihn weg, den Hurensohn. Danke für die Ausrede, Digga. Ich hatte Gegenwind. Okay. Batterien vom Wecker sind über Nacht leer geworden. Ey, Respekt, kann passieren. Es ist die zweite kann Ausrede, passieren. Die plausibel ist. Kann die passieren. Die zweite. Ich ja. Musste noch Eis kratzen. Gut, momentan eher schwierig. Wenn man mit dem Fahrrad zu spät kommt, einfach die Kette anfassen und sagen, die Kette wäre rausgesprungen. Big Brain. Big Brain. Große Gehirnzeit. Weißt du, bei der Ausrede sind wieder alle Hauptschüler raus. Entschuldigen Sie, hatte ein Problem mit dem Raum-Zeit-Kontinuum. Zu viel Raum, zu wenig Zeit. Lustig, sehr gut. So, an denjenigen, der das geschrieben hat. Und auch Luca, dass du mir das durchgesendet hast. Löscht euch, beide, jetzt, sofort. Wollte meiner Eintagsfliege noch Lebewohl sagen. Habe sie erst gestern bekommen. Schade, Alter. Schade, wenn schade. Wenn die Fliege mir auf den Sack geht, dann kriegt sie einen über den Dötz und dann freuen sich die Hechte. Junge. Der Gedanke an unser Date hat mich so ins Schwitzen gebracht, da musste ich nochmal duschen. Oh Gott, ich könnte schon wieder weinen. Ich könnte einfach wieder im Schnittprogramm einfach weinen. Schon wieder. Dann mach es. Dann tu es, Sascha. Tu sorry, es. Sorry, ein... Lass es raus. Relaxo versperrte den Weg und ich hatte keine Pokéflöte dabei. Relaxo kann nur mittels seiner Pokéflöte aufgeweckt werden. Tut mir leid für die Verspätung. Ich habe von einem Fußballspiel geträumt und es gab Verlängerung. Verpasst jetzt hier auf Gabel. Gabel auf Gebot. Vorbei. Online-Unterricht. Meine Katze hat die Maus gefressen. Ich glaube, okay. Den Rest kannst du dir dazu denken, oder? Ja. Raus. Herr Lehrer, als ich aus dem Bus steigen wollte, drehte sich der kronentragend, viel zu laut atmende und rundköpfige Busfahrer zu mir und schrie, wir bleiben drin. Daraufhin ging es zur Bücherei. Glaub an die Bücher! Relatable. Knossi als Busfahrer, wahrscheinlich. An der Stelle bin ich komplett raus. Es tat heute wirklich weh. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Bitte sendet mir gute Ausreden. Bitte gute Ausreden. An diese E-Mail-Adresse hier. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, sehr schön, Sascha. Sehr, sehr schön. Da war kurz die Stimme weg. Simp, nicht männlich, okay.